In dem heutigen Video schauen wir uns einen weiteren mysteriösen Todesfall einer weiteren 33 Jahre alten Frau an, Erin Volenti. Sie wurde am 14. Oktober tot in ihrem Auto aufgefunden. Sie war die Leiterin eines technologischen Unternehmens, 33 Jahre alt, tot in ihrem Auto aufgefunden am 14. Oktober. Wenn ihr euch noch an ein paar zurückliegende Videos erinnern wollt. Dort sprachen wir über diese 33 Jahre alte Frau, die außerhalb ihres Hauses erschossen wurde am 14. oder 15. Oktober auf den Inseln Mikronesiens. Ich habe jetzt keine neuen Fakten für euch. Dies ist keine Jagd nach den Mördern. Dies hier ist die Geschichte über die Tentakel eines Kraken, die bei den Ermittlungen auftauchten. Es geht darum, wer sie war, was sie machte und um die Leute in ihrer direkten Umgebung und alles solche Dinge. Lasst uns beginnen. Erin Volenti, ein Tribut an die Unternehmerin aus Utah. Die 33 Jahre alte Chefin einer Technologiefirma verschied auf ihrer Autofahrt zum Flughafen von Palo Alto nach San Jose, Kalifornien. Die letzten 5 Jahre arbeitete sie als Chefin von Tinker. Hier unten heißt es, Valentis letzte Telefonate mit Familienmitgliedern wurden auf ihrer Facebook-Seite als verwirrt und zusammenhangslos beschrieben. Es heißt, sie habe entgegen ihrer Krankengeschichte wohl eine manische Phase gehabt. In einem Gespräch sagte sie, Zitat, es ist alles ein Spiel. Es ist ein Gedankenexperiment. Wir sind in einer Matrix. Das sind einmal die Grundaussagen dieses Falles. Sie war Geschäftsleiterin der Firma Tinker und hier ist ein Tweet des Unternehmens. Twitter-Feed. Jemand sagt da, Telepathie könnte Wirklichkeit werden. Sind wir dazu bereit? Und im anderen Tweet steht, Bewusstseinskontrolle bedeutet neurologische Kontrolle. Die künftige Anbindung an Gehirnmaschinen ist frei von medizinischen Eingriffen. Wenn du auf diesen Link klickst, kommst du zu diesem Artikel. Es wurde bei Medium von einer Firma Lux gepostet. Hier sprechen sie über eine Firma namens Control Labs mit Sitz in New York unter der Leitung von Thomas Reardon. Reardon ist der Schöpfer des Internet Explorers und ein Neurowissenschaftler. Sie haben 28 Millionen Dollar aus einer Serie von Finanzierungen erhalten, in denen Lux Capital investiert war. Genau wie GV, was Google Venture bedeutet, sowie Amazon Alexa. Ebenso war ein ganzer Haufen anderer Leute investiert, bei denen ich sicher bin, dass sie Nachforschungen wert sind. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Videos. Also überlasse ich das anderen Recherchierern oder mir selbst für etwas später. In dem Artikel heißt es weiter, vergiss, was du über Gehirnimplantate weißt. Der künftige Gehirnmaschinenanschluss erfolgt eingriffsfrei. Deine Neuronen werden von außerhalb des Körpers ausgelesen. Der nächste Schritt wird sein, und wir sind dem näher, als die meisten wahrhaben wollen, dass die Absichten des Menschen direkt aus seinem Gehirn ausgelesen werden. Control Labs ist Pionier in einem ganz neuen Grenzbereich, an einem Scheideweg des biologischen Codes. Reardon, der Geschäftsführer von Control Labs, ist ein Technologieprotégé. Direkt nachdem er eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bill Gates von Microsoft abgeschlossen hatte, ging er zum Massachusetts Institute of Technology, zum MIT. Bei alledem klingeln mir die Alarmglocken. You know, Google, Amazon, MIT, Microsoft, Bill Gates, Mind Control. Und genau das war die Welt, von der Valenti ein Teil war. Hier wurde ein wenig über Reardon geschrieben. Reardon stammt aus New Hampshire, ein irischer Katholik ist er, eines von 18 Kindern seiner Eltern, 8 von seinen Brüdern und Schwestern wurden adoptiert. Studium am MIT, danach North Carolina, dann ging er zu Bill Gates, Microsoft, danach zu OpenWave, einer Mobilfunk-Softwarefirma. Im Jahr 2004 ging Reardon zurück zum College und studierte aus irgendeinem Grund Kunst und Kultur an der Columbia-Universität. Und später bekam er den Doktortitel in Neurowissenschaften und Verhaltensforschung von der Columbia-Universität.
Wir wissen ja, wie oft die Columbia-Universität in meinen Videos auftaucht. Das ist nämlich einer der Orte, zu denen sie die Soldaten nach dem GI-Gesetz schafften, nach dem Zweiten Weltkrieg. Columbia war auf der Liste der Schulen, die sie besuchen durften. Viel wichtiger aber als das ist, dass Columbia eng mit dem verbunden ist, was sich die Exiluniversität nannte. Und das ist die neue Frankfurter Schule. Um nicht zu erwähnen, dass Bill Barrs Vater, William Barr, der Direktor der Dalton School war, die die Privatschule der Elite in New York war, wo Jeffrey Epstein unterrichtete. Bill Barrs Vater und der folgende Direktor dieser Dalton School gingen beide nach Columbia nach dem Verlassen der Dalton School. Ein weiterer Kerl, nämlich Gardner P. Dunnan, ebenfalls ein Columbia-Schüler, gründete diese Stadt in Columbia, die eine kleine Einkaufsstraße beispielsweise hatte und Wohnbereiche, die mit dem Campus der Columbia-Universität verbunden waren. Das Ganze sah dann wie eine Ausstellung aus, oder besser gesagt wie ein Zoo, wie ein menschlicher Zoo. Es war so etwas wie ein Experiment. Sie zahlten den Leuten bedingungslose Grundeinkommen, dass sie dort mit ihren Familien lebten. Sie wollten die Leute studieren. Alles ist in meinem Kopf miteinander verbunden, wenn ich solche Sachen höre, wie von der Columbia-Universität. Dieser Kerl bekommt tatsächlich seinen Doktortitel, selbst nachdem er Firmen gegründet hat und bei Bill Gates gearbeitet hat und den sogenannten Internet Explorer gebaut hat. In diesem Geblubber über Reardon. Erinnert euch, Reardon ist der Kerl der Firma Tinker, der auch die Control Labs leitete und von dem es heißt, dass er die Ehre eines Gesprächs mit dem Physiker Freeman Dyson hatte, um ihn zu inspirieren und damit seine Weltsicht zu erweitern. Freeman Dyson ist meiner Meinung nach einer von diesen pfiffigen Wissenschaftlern und er ist Mitglied von der EDGE-Organisation, EDGE.org. Freeman Dyson arbeitete als ein ziviler Wissenschaftler während des Zweiten Weltkrieges für die Royal Air Force. Im Jahr 1947 kam er als Diplomant zur Cornell-Universität. Er arbeitete dort mit Richard Feynman und Hans Bethe. Richard Feynman ist ein Transhumanist. Und Edge.org ist der Ort, wo Jeffrey Epstein eine Menge Wissenschaftler bei den Milliardärsabendessen traf. Tonnenweise von fast jeder Sorte von Industriekapitänen. Und auch viele von diesen Superstar-Wissenschaftlern, von denen ihr heutzutage hört. Sie sind alle verbunden mit EDGE.org, John Brockmans Organisation. Und ich schulde euch Leuten immer noch ein Nachgraben bei John Brockman, was ich auch tun werde, sobald ich kann. Thomas Reardon von dieser Firma Control Labs hat diese wissenschaftliche Publikation geschrieben. Ein Strang des Tollwut-Viruses begünstigt den Rückbau des synaptischen Signaltransfers und damit die neuronale Verfügbarkeit. Das ist genau die Sache namens optische Genetik. Es gibt noch etwas, das sie Verbindungsdome nennen, Verbindungsschale. Diese Wissenschaftler sind davon besessen, herauszufinden, wie unsere Synapsen miteinander funktionieren. Sie wollen wissen, wann welche Synapsen feuern und in welcher Beziehung sie zueinander stehen und was die Reaktionen der Neuronen auslöst. Sie wollen jede einzelne Synapse kontrollieren und sie können das sogar. Das Ganze geht sehr tief rein in optische und chemische Genetik sowie Photopharmakologie. Es gibt viele Wege, das zu bewerkstelligen. Und dieser Reardon schrieb eine Publikation darüber, wie Tollwutviren zur Kartografie des Gehirns benutzt werden können. Hier ist es. Ein neuer Stamm Tollwutviren für die Kartografie und die Manipulation des monosynaptischen Kreislaufs. Es erlaubt optogenetischen Zugriff auf neuronale Kreisläufe. Was ist nun Optogenetik? Lasst uns mal das Weltwirtschaftsforum befragen. Das sind die ungeheuerlichsten transhumanistischen Ungeheuer
zu denen sehr viele wichtige Leute gehören, die dem Weltwirtschaftsforum angehören. Christine Maxwells Schwester Isabel und Ghislaine Maxwells Schwester gehören dazu. Bill Clinton gehört dazu. Bill Gates auch. Es ist gigantisch. Für mich ist es eine der erschreckendsten Veranstaltungen da draußen. Sie bestimmen, was Optogenetik ist. Sie sagen, Optogenetik ist die Fähigkeit, individuelle neuronale Kreisläufe zu manipulieren, zur Verfeinerung unserer Vorstellung der Funktion individueller Kreisläufe und den Aspekten, in welcher Beziehung sie zu unserem Verhalten und unserer Persönlichkeit stehen. Der Name Optogenetik kommt daher, dass Wissenschaftler die Optik benutzen, was Licht bedeutet, und natürlich Genetik. Also Lichtgenetik. Wissenschaftler waren in der Lage, genetisch veränderte Zellen im Gehirn durch Bestrahlung mit Licht ein- oder auszuschalten. Sie sagen, stellen Sie sich vor, dass wir Optogenetik oder eine vergleichbare Technologie dazu verwenden können, Informationen über einen künstlichen Sensor in unser Gehirn zu bringen. Im Prinzip könnten wir nicht nur die Funktion wiederherstellen, sondern auch die derzeitige Funktion dadurch steigern. Wir könnten Optogenetik ebenfalls über implantierte Ultraviolett-Lichtdetektoren oder Kohlendioxiddetektoren nutzen, um automatisch die Qualität unserer Luft anzupassen. Sie sind so weit weggetreten, dass sie glauben, jemand wolle sowas. Warum sollten wir Kohlendioxid? Ich denke, ich sollte das nochmal lesen. Meinen die vielleicht Kohlenmonoxid? Das wäre vielleicht nützlich. Nicht, dass ich sowas bräuchte. Warum sollten wir also Kohlendioxid regulieren? Vielleicht, weil sie es als Teil ihrer Klima-Angstmacher-Agenda dämonisieren, richtig? Der Artikel geht noch weiter. Die Forschung könnte bemerkenswerte Konsequenzen haben, wie zum Beispiel in der Behandlung neurologischer Krankheiten, wie zum Beispiel der Parkinson-Krankheit. Of course it could. That's what they Natürlich könnte das sein. Das ist es, was sie immer behaupten, oder nicht? Habt ihr jemals von einem Konzept Future Faking, Zukunftstäuschung, gehört? Future Faking, Zukunftstäuschung, ist ein nützlicher Begriff, wenn du jemandem einen Betrug beschreibst. Future Faking ist ein Begriff aus der Psychologie. Er ist nützlich oder hilfreich bei der Diskussion von Narzissmus und Soziopathie und Psychopathie. Aus dem Grund, weil Täuschungskünstler, was diese Leute meiner Meinung nach alle sind, sie lügen dich an, aber mit sehr speziellen Lügen, nämlich der Zukunftstäuschung. Hier ist eine kleine Definition davon. Zukunftstäuschung bedeutet im Wesentlichen das Versprechen einer Zukunft, zu deren Erfüllung der Manipulator keinerlei Absichten hat. Sie machen Versprechungen, die sie nicht einhalten wollen. Stattdessen verzerren sie dir die Realität, um das, was sie von dir wollen, jetzt gleich zu bekommen. Und dann verkaufen sie dir ihre Dinge und würgen dich ständig ab. Du kannst dir auch ansehen, wie das in persönlichen Beziehungen funktioniert. Mal ein Beispiel dazu. Eine junge Frau wird von einem Kerl angelockt, der sagt, dass er ein Medizinstudium fast beendet hat. Die ganze Geschichte eben. Man will ein großes Haus, viele Kinder und alles das, was sie selbst auch will. Ein tolles Leben eben. Aber dazu wird es nicht kommen. Das wird nicht erfüllt. Sie fängt an, ihn zu unterstützen, lässt ihn bei sich wohnen. Sie ist die Einzige, die arbeitet, während er studiert. Er macht immer mehr Versprechungen und sie macht dabei mit, weil sie ihn liebt. Das ist mal eine typische Geschichte des Future Faking, Zukunftstäuschung. Nun, die Technokraten faken unsere Zukunft die ganze Zeit. Sogenannte Humanitäre sind es, die unsere Zukunft die ganze Zeit faken. Sie erzählen uns, dass es für dies oder jenes sei, dass es zur Heilung der Parkinson-Krankheit sei zum Beispiel. Darum geht es ihnen doch überhaupt nicht. Sie halten uns ständig hin. Ich meine, wo sind unsere fliegenden Autos? Wo sind unsere fliegenden Autos? Richtig? Sie konnten bis jetzt nicht einmal eine Technik dafür erfinden, eine Windschutzscheibe schneller zu entfrosten. Es gibt keine fliegenden Autos und ihre Technologie soll auch nicht unser Leben verbessern, sondern uns nur bei Laune halten, am Haken halten. Sie wollen uns damit nur daran hindern, sie aufzuhalten, aber wir müssen sie aufhalten. Ihr habt gehört, was ich sagte, was sie gerade probieren, nämlich die Kontrolle über die Neuronen unserer Gehirne zu bekommen, sodass sie sie mit Licht und einer Fernbedienung an- und abschalten können. Ich habe das reichlich untersucht und rede seit mehr als einem Jahr darüber. Es ist kompliziert und die Leute scheinen eine ziemliche Hemmschwelle damit zu haben. Sie wollen einfach nicht glauben, dass das die Realität ist. Sie glauben nicht,
wie weit die Wissenschaft heute bereits damit ist. Sie benutzen Licht für die Kommunikation. Und nein, sie brauchen keine Kabel. Diese Tage sind vorbei. Sie brauchen keine Kabel mehr. Es ist ein kompliziertes Thema, aber letztlich auch sehr simpel. Sehr simpel. Ich möchte daher nicht tiefer in diese Materie einsteigen, als ich es bereits getan habe. Sorry, Leute. Sorry, guys. Maybe I'm a little bit hyperactive. Ich bin heute vielleicht etwas hyperaktiv und das kann ich aber nicht erklären. Geht nicht zu erklären. What's next? Oh yeah. Was kommt als nächstes? Oh ja, ich wollte euch das nur zeigen. Future Faking, richtig? Just check out this amount of future. Seht euch den Grad des Zukunftsbetruges hier einmal an. Dies ist eine Wikipedia-Liste von Organisationen, die Menschenhandel bekämpfen. Und die sagen auch, wir werden niemals in der Lage sein, Standards der Vollständigkeit bedienen zu können. Das bedeutet, dass dies anzahlmäßig nicht einmal in die Nähe der wirklich existierenden Organisationen kommt. And all these organizations promise they're going to help stop human trafficking. Alle diese Organisationen haben versprochen, mitzuhelfen, Menschenhandel zu beenden. Das ist eine Seite, zwei, drei, vier, fünf eng geschriebene Seiten. Ist denn auch das McCain-Institut auf dieser Liste? Nein, ist es nicht. Sanctuary for Families? Heilung und Segnungen für Familien, das ist die Organisation, für die dieses Mädchen arbeitete. Steht das vielleicht auf der Liste? Nein, auch nicht. Ich habe auch noch weitere von Firmen geförderte Organisationen, von der Rockefeller Stiftung und so weiter zum Beispiel, geförderte Organisationen. Die sind ebenfalls nicht auf der Liste. Das hier kommt einer kompletten Liste nicht einmal nahe. Und was ist seit 2014 noch einmal so mächtig in die Höhe geschossen? Richtig, Menschenhandel. Das ist möglicherweise das größte Geschäft im Moment in der Welt. Menschenhandel. Wir sind buchstäblich wegen der Globalisierung zurück in den Tagen der Sklaverei. Wegen der 90.000 oder wie viele es auch immer sein mögen, Schiffe, die täglich mit all den individuellen Containern beladen um die Welt fahren. Sie fahren die Leute durch die Gegend und werfen sie, wo immer sie wollen, raus und für was auch immer sie wollen. Und manchmal wundere ich mich darüber, wie sie solche Entdeckungen machen können, wenn sie nicht an Menschen experimentieren. Lasst uns dem ins Auge sehen. Was ist denn Menschenhandel überhaupt? Vieles davon ist ehrliche Arbeit für, in Anführungszeichen, Jobs, die Kanadier und Amerikaner nicht machen würden. Natürlich würden wir sie nicht für Minimallöhne erledigen. Denn das wollen sie in Wahrheit. Einiges geht auf dieses Konto. Anderes natürlich auf das des Sexhandels. Was auch immer der Nutzen ist, zum Beispiel die Gewinnung von Organen. Und ich bin davon überzeugt, zu 100% davon überzeugt, dass einige von diesen Leuten für medizinische Experimente missbraucht werden. That some of these people are being used in medical experiments. And they probably, it's sickening to think about. Und sie machen möglicherweise, ja, es macht krank, darüber nachzudenken. Es ist schwer, das zu denken. But let's say they're doing. Lass uns mal sagen, sie machen ein Mind-Control-Experiment an jemandem, das misslingt und diese Person stirbt. They might even have organ harvesters right there. Sie mögen in diesem Fall sogar zum Beispiel Organsammler vor Ort haben, um ein wenig ihrer verlorenen Investition zurückzugewinnen. Ich weiß es nicht. Und ich mag es auch nicht, dass ich solche Dinge denke. Aber es ist möglich. Okay, we've gotten away from. Okay, wir sind ein wenig davon abgekommen, nicht wahr? Lasst uns nun zurückkehren. Das hier ist der Ehemann von Aaron Valenti. Mr. Harrison Weinstein, ich glaube, er ist ein Doktor jetzt. Dr. Weinstein. Und in diesem Artikel von 2010 über ihren Beruf, ihr Engagement, heißt es, dass er in Palo Alto für die Veteranenorganisation, die Behörde für kriegsbedingte Verletzungen und das Krankheitsforschungszentrum arbeitete. Könnt ihr sehen, wohin das Ganze führt? Ich habe ihn überprüft. Das macht er immer noch. Das ist von 2017. Das Repräsentantenhaus verabschiedet ein staatsgrenzenüberschreitendes Gesetz über Kriegsveteranen und telefonische Gesundheitsberatung. Sie haben mit Harrison Weinstein darüber gesprochen. Er sei einer der Telefongesundheitsberater. Sein Büro ist jetzt im Ministerium für Veteranenangelegenheiten in Salt Lake City, Utah.
Weinstein ist Teil eines Teams zur Behandlung des posttraumatischen Stresssyndroms in Salt Lake City, Utah. Und um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie viele Veteranen daran beteiligt sind, steht hier, dass im Jahr 2016 677.000 Patienten diese Hotline in irgendeiner Form nutzten. Das sind sehr viele und die Anzahl wächst weiter, weil sie nun eine besondere Erlaubnis haben, das über Staatsgrenzen hinweg zu organisieren. Sowas gab es vorher noch nicht, aber es ist jetzt verfügbar für alle. Aaron Valentis Ehemann ist ein Ausbilder in diesem Doktorengenossenschaftsprogramm auf der Schiene des posttraumatischen Stresssyndroms im Ausbildungszentrum von Utah. Ich erinnere mich nicht, ob es an der Universität von Utah war oder woanders ist. Aber wie das so ist, habe ich eine Miniserie mit Julia Roberts gesehen. So ein Ding, das man bei Amazon bekommen kann, mit dem Namen Heimkehren. Es geht da um ein solches PTSD-Programm, an dem eine junge Frau, eine naive Frau, teilnimmt, die nicht wusste, worauf sie sich da einlässt. Sie dachte, dass sie alles richtig macht mit den Veteranen. Ich möchte euch den Film jetzt nicht ruinieren. Schließlich ist er sehr, sehr gut. Sie hat herausgefunden, dass die Veteranen unter Drogen gesetzt werden sollten, was sie von Anfang an ahnte. Die Drogen sind dafür bestimmt, sich mit den Erinnerungen dieser Leute, die in den Therapiesitzungen hochkommen, zu verbinden. Julia Roberts macht diese Therapiesitzungen. Anschließend gehen sie und der Patient essen. In diesem Essen befindet sich dann die Droge, die vermutlich die schlechten Erinnerungen auslöschen soll. Sie glaubt, dass sie den Veteranen gut tut und sie von posttraumatischen Erinnerungen und plötzlichen Rückschauen, sogenannten Flashbacks, heilt. Was sie aber auf halbem Weg dann feststellt, ist, dass sie in Wirklichkeit versuchen, ihre Soldaten zu reparieren, sodass sie sie in die Kampfzonen zurückschicken können. Es ist noch witzig, dass ich diesen Film gesehen habe, denn das ist genau das, was Aaron Valentis Ehemann beruflich macht, PTSD. Er behandelt das in Utah und seht euch mal an, was da in Utah ist. Neue PTSD-Behandlung in Utah, geistvolle Infusionen, wird es dort genannt. Wir offerieren Infusionstherapien mit Ketaminen. Geistvolle Infusionen. Das ist nur noch krank. Die Bilder der Berge suggerieren, dass das irgendwie natürlich ist. Ketamine sind kein Spaß. Ketamine ist eine starke, bewusstseinsspaltende, betäubende Droge, die, wenn in starker Dosis über längere Zeit eingenommen, sehr schädlich sein kann. Das hier ist vom amerikanischen Suchtzentrum. Es kann langanhaltende mentale Probleme verursachen, zum Beispiel Abnahme der kognitiven Fähigkeiten, Gedächtnisprobleme und Stimmungsschwankungen in Verbindung mit der Entstehung neuer Erinnerungen oder Freilegung alter Erinnerungen und Veränderungen verbaler Erinnerungen durch Vergessen von Worten, Namen und Gesprächen. Diese Nebenwirkungen können vernachlässigt werden, wenn die Person Hilfe bei der Überwindung der Ketaminabhängigkeit bekommt. Hier unten werden die unterschiedlichen Verabreichungsformen beschrieben. Die Leute nehmen Ketamine typischerweise oral oder nasal ein, wie auch immer. Es kann auch injiziert werden, intravenös oder intramuskulär, was das Risiko von Schäden an Venen, Muskeln, Haut oder inneren Organen erhöht. Und hier haben wir das wunderschöne Natur- und Behandlungszentrum. Geistvolle Infusionen, indem man dir Ketamine injiziert. In diesem Film wurde das Behandlungszentrum Heimkehr genannt. Wenn wir nun auf die optogenetische Seite vom Weltwirtschaftsforum zurückkommen, dann lesen wir, was sie hier sagen. Depression wird oft durch chronischen Stress ausgelöst, bei dem eine Serie von negativen Erinnerungen hochkommt. Wir wissen heute, dass negative und positive Erinnerungen im Netzwerk des Gehirns miteinander konkurrieren. Durch die Anwendung dieses Prinzips haben wir eine sehr aufregende Entdeckung gemacht, nämlich die Heilung von Depressionen durch optogenetische Technologie. Mit anderen Worten kann Optogenetik dazu genutzt werden, die positiven Erinnerungen im Gehirn anzuschalten und kann dadurch möglicherweise Depression heilen.
Ihr seht jetzt die Beziehung zwischen Ketamine und den Erinnerungen. Erinnerungen, von denen Sie wollen, dass du sie vergisst. Es erscheint mir sehr kurios, wie Sie diese Aussage hier machen können. Wir wissen jetzt, dass negative und positive Erinnerungen im Netzwerk des Gehirns miteinander konkurrieren. Ach ja, woher wissen Sie denn das? Woher können Sie das möglicherweise wissen? Wenn Sie keine Menschen benutzt haben. Meint ihr, man kann diese Informationen von einer Maus oder einer Ratte bekommen? Oder gar von einem Affen? Es ist so, wenn du diesen Sachverhalt untersuchst, dann stellst du fest, dass sie alle sagen, sie hätten es nicht auf Menschen angewandt. Fast überhaupt nichts davon. Dabei haben sie definitiv etwas davon an Menschen ausprobiert. Manche Menschen benutzen es nämlich zur Diabeteskontrolle. Wie dem auch sei, zurück zu diesem hier. Sie sagt, dass wir alle in der Matrix leben. Es ist alles nur ein Spiel, ein Gedankenexperiment. Sie hat in ihrer Krankengeschichte keinerlei Anzeichen einer mentalen Krankheit. Erinnert euch mal an den Personenkreis in ihrem Arbeitsumfeld. Nun, da sind Leute, die mit Mind Control befasst sind und ihr Ehemann arbeitet in der Behandlung vom posttraumatischen Stresssyndrom. Ich behaupte nichts, ich habe keine Vorstellung davon, was ihr Mann wirklich macht. Er mag ein reiner Psychologe sein, mit den besten Absichten, der niemals etwas Falsches gemacht hat. Okay, ich unterstelle nicht, dass er etwas falsch gemacht hat. Ich habe keinen Hinweis darauf, nahezulegen, dass er etwas verkehrt macht. Er mag der beste Doktor des Landes sein, nach allem, was ich weiß. Aber es ist dieses Umfeld, in dem Erin Valenti sozusagen schwamm. Das war ihre Umgebung. Das ganze Zeug, ständig um sie herum, die ganze Zeit. Die Matrix. Wir sind in der Matrix. Wir leben dort. Nur kurz darüber. Nur für den Fall, dass meine Zuschauer nicht wissen, was die Matrix ist. Es ist ein Film, ein Science-Fiction, eine Serie, von der der erste Teil der beste ist, glaube ich. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, dann sieh ihn dir an. Speziell dann, wenn du gerade aufwachst, wenn du gerade erst die Korruption beobachtest und die Lügen wahrnimmst, die man uns erzählt. Ich denke, du wirst diesen Film mögen, weil es genau die Realität ist, von der er handelt. Diese Filmfigur ist Morpheus. Sie ist sowas wie der Großvater, ein weiser alter Mann. Er bietet zwei Pillen zur Auswahl an, eine rote Pille und eine blaue Pille. Die blaue Pille wird dich wieder einschlafen lassen. Du kannst dann die Lügen vergessen, die du entdeckt hast. Die rote Pille lässt dich mehr und mehr von der Wahrheit erkennen. Und das kann wehtun. And it can hurt. Das ist der Held Neo. Der Held, der die rote Pille nimmt und sich sozusagen einer Lehre durch Morpheus, der die Welt zu retten versucht, unterstellt. Hier sind ein paar Zitate aus Matrix, die von Morpheus gesprochen wurden. Die Matrix ist ein System Neo und dieses System ist unser Feind. Aber wenn du da drin steckst und dich umsiehst, was siehst du dann? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Zimmerleute. Es ist der wahrhaftige Geist dieser Leute, den wir zu retten versuchen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, an dem wir das versuchen, sind diese Leute immer noch ein Teil des Systems. Und das macht sie zu unseren Feinden. Du musst verstehen, dass die meisten Leute noch nicht bereit dazu sind, vom System getrennt zu werden. Und viele von ihnen sind so schwerfällig, so hoffnungslos abhängig vom System, dass sie zu seiner Erhaltung kämpfen werden. Morpheus sagte weiterhin zu Neo, die Matrix ist die Welt, die dir vor die Augen gehalten wird, um dich für die Wahrheit blind zu machen. Das ist das, was wir gerade jetzt beim großen Erwachen feststellen. Future Faking, die Zukunftstäuschung, ist ein Teil davon. Und wenn du noch in der Matrix lebst, dann glaubst du das. Immer wieder glaubst du, dass es fliegende Autos geben wird. Und eine Heilung für die Parkinson-Krankheit. Und den ganzen Rest auch. Technokratische Zukunftstäuschung.
Medizinische Forschungslabore, Zukunftstäuschung, humanitäre Organisationen, Zukunftstäuschung, Klimaalarmisten, Zukunftstäuscher. Auf der anderen Seite sagen sie uns das Gegenteil, dass die Welt zum Untergang verdammt sei. Und natürlich sind Politiker immer die führenden Zukunftstäuscher Nummer eins. Sie machen es genauso, wie Justin Trudeau es getan hat, und dann werden sie wiedergewählt. Das finde ich sehr erstaunlich. Daran erkennt man, wie schlecht das Gedächtnis der Leute ist oder wie tief sie in der Lügenmatrix stecken und für ihren Erhalt kämpfen. Um jetzt das Video im letzten Teil mal zusammenzufassen, lasst uns ein wenig von allem, was besprochen wurde heute, miteinander kombinieren. Sehen wir uns mal Jeff Flake an, einen Republikaner aus Arizona, der kürzlich mit der Politik aufgehört hat. Der Grund dafür, warum Flake alles berührt, was wir heute besprochen haben, ist, weil Utah beteiligt ist, Menschenhandel und Themen wie die Menschheit durch die Technologie neu zu erfinden, die Matrix und die Zukunftstäuschung. Das hier ist Jeff Flake. If you recall, wenn ihr euch noch erinnert, Jeff Flake ist mit Paul Peterson verbunden. Paul Peterson ist derjenige, der Frauen von den Marshallinseln verschleppt hat, dass sie ihre Babys bekommen, die dann in den USA verkauft werden. Sold to people. In the United States, sold the babies. Jeff Flake hat Verbindungen zu diesem Kerl. Nachdem Flake mit der Politik aufgehört hatte, machte er weiterhin seine Reisen auf die Marshallinseln. Aus dieser Geschichte hier von 2019 erfuhren wir, dass er eine Gruppe von Technologieerfindern auf die Marshall-Inselkette führte. Diese Technologieerfinder waren von einem Unternehmen namens Podium und das stammt aus Utah. Sehen wir mal bei Podium nach, was machen die denn? Die wahren Bewertungen, die du verdienst, heißt es bei Podium auf seiner offiziellen Website. Das hier ist ihr Logo. Es handelt sich um eine Managementfirma, die das Ansehen und den Ruf von Menschen und Firmen managt. Und wie alle diese erfundenen Erzählungen, Narrative, hat Podium auch eine Entstehungsgeschichte. Podium wurde gegründet, als Eric Rear einen Anruf von seinem Vater wegen den Bewertungen seines Online-Shops, Autoreifenshops, bekam, die nicht das widerspiegelten, was seine Kunden ihm mündlich mitgeteilt hatten als Feedback. Sein Vater hielt Ausschau nach einem Weg, diese Bewertungen zu verbessern, aber er wusste nicht, wie er das anstellen sollte. Nach anfänglichen Nachforschungen fand Rare heraus, dass bereits existierende Problemlösungen ziemlich antiquiert waren. Also erfand er Software, die automatisch schlechte Online-Bewertungen neutralisiert, indem ihnen gute Bewertungen entgegengestellt werden. Die Frage ist doch, ob das echte gute Bewertungen sind. Ich bezweifle das. Wie willst du das managen? Software kann das nicht. Wir haben uns also die Leute bei Podium einmal angesehen. Wisst ihr noch, wir haben über eine Organisation namens Kinderhilfe gesprochen. Sie hatten auch sehr schlechte Bewertungen von ihrem Ex-Personal. Nun, die Kinderhilfe ist auch an einem weiteren Betrug beteiligt. Sie sammeln öffentlich Gelder, indem sie Leute ansprechen und sie fragen, ob sie $10 für die Unterstützung der Kinderhilfe spenden würden. Die Leute spenden das auch. Und wenn sie dabei ihre Kreditkarte benutzen, finden sie Monate später heraus, dass ihnen nicht einmalig $10 abgebucht worden sind, sondern monatlich. Das ist massiver Betrug. Seht mal, ihr schaut gerade auf die Bewertungen, während ich spreche. Das sind alles Bewertungen mit nur einem Stern. Wie praktisch ist es dann, eine Firma wie Podium zu haben? Fragt ihr euch vielleicht, ob diese Bewertungen mit mehr als einem Stern authentisch sind? Nichts ist wirklich echt. Podium betreibt kein Zukunftsfaking, sie betreiben Echtzeitfaking. Wir haben also nichts an der Hand. Es hat keinen Sinn, online zu gehen und zu kommentieren. Vertraut dieser Firma nicht. Glaubt dieser humanitären Organisation nicht. Glaubt diesem Politiker nicht. Geht nicht zu diesem Arzt. Welche Hoffnung haben wir also noch? Habt ihr denn mitbekommen, wer daran beteiligt ist? Google. Google Ventures. Sie haben schwer darin investiert. Und wenn ihr zurückseht, Google Ventures und Amazon haben ebenfalls in Control Labs investiert.
Warum sage ich also, dass Jeff Flake etwas mit Utah zu tun hat? Nun, diese Technologiefirma Podium, die ist in Utah niedergelassen. Wenn ihr euch den Lebenslauf von Jack Flake mal ansieht, so ist er in Arizona geboren, ging aber zur Brigham Young Universität und wurde dann Missionar für die Jesus-Christus-Kirche des Geistes der letzten Tage. Die Brigham Young Universität ist in Utah. Und sie gehört der Jesus-Christus-Kirche des Geistes der letzten Tage. Das sind Mormonen. Diese Christus-Kirche des Geistes der letzten Tage hat natürlich einen Emigrantenservice. Und ich bin sicher, dass sie damit viel Geld verdienen. Die Mormonen machen mit bei der Kritik der Migrationspolitik. Wisst ihr, sie wollen mehr und mehr Einwanderung, weil sie natürlich einen Migrationsservice anbieten. Natürlich. Und die letzte Sache, die ich hier behandeln möchte, kommt von einem Blog namens All News Pipeline. Sie weisen im Zusammenhang mit Eric Volentis Firma Tinker Ventures, die in Utah ansässig ist, auf ein Bild hin. Sie zeigen dieses Bild auf ihrer Website, auf dem Eric Volenti hier abgebildet ist. Sie ist fast die einzige weiße Person auf diesem Bild. Ich meine, da sind schon ein paar andere weiße Leute. Es heißt auf ihrem Blog, Tinker sowie andere Firmen sollten selbstverständlich in der Lage sein, wen auch immer sie wollen, zu beschäftigen. Aber die riesige Prozentsatz islamischer Leute, die in einer in Salt Lake City niedergelassenen Firma in Utah arbeitet, ist weit ab des Gewöhnlichen. Einem Eintrag des Weltatlas zufolge sind 73% der Bevölkerung Utahs Christen, während fast 82% der Leute, die in diesem Staat leben, nicht spanischstämmige Weiße sind. Nun, ich weiß nicht, wo diese Leute herkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Muslime sind. Das stammt von den Leuten, die diesen Blog betreiben. Aber sie sind nicht weiß. Woher kommen sie dann also? Warum sind es so viele von ihnen, die bei dieser Firma arbeiten? Warum arbeiten so viele von ihnen bei dieser Firma? Glaubt ihr, das hängt alles zusammen mit den Einwanderungsdiensten? Pro-Einwanderungssenatoren, die mit Technologiefirmen zusammenarbeiten? Ich kenne die Antwort nicht. Lasst uns zusammenfassen. Oh, in diesem Zusammenhang vielleicht noch. Facebook kauft im September dieses Jahres Control Labs neuronales Interface. Das ist dann der Mind-Control-Kerl, dieser hier. Er ist von Control Labs, das Facebook jetzt gehört. Interessant. Lasst uns zusammenfassen. Wir haben uns Erin Volenti angeschaut. Eine Technologieunternehmerin, 33 Jahre alt, aus Utah, in ihrem Auto getötet. Am 13. 14. Oktober in Kalifornien tot in ihrem Auto aufgefunden. Es war seltsam, weil ihr Tod am gleichen Tag oder am Tag zuvor eintrat, an dem die 33-jährige Staatsanwältin in Mikronesien getötet wurde, diejenige, die sich mit Menschenhandel befasste. Erinnert euch, bevor Erin starb, telefonierte sie mit ihrer Familie und sagte, es sei alles ein Spiel, ein Gedankenexperiment, wir lebten in einer Matrix. Sie war mit Harrison Weinstein verheiratet, der als ein Spezialist des posttraumatischen Stresssyndroms für die Veteranengesellschaft seit 20 Jahren arbeitet. Es sieht so aus, als ob er immer noch dort arbeitet. Erin gehörte einer Firma namens Tinker Ventures, die in Unternehmen wie Control Labs investierte, die sich selbst eine Mind Control Neurocontrol-Firma nennt. Harrison Weinstein arbeitet für die Veteranenvereinigung mit Fokus auf das posttraumatische Stresssyndrom. Wir hörten auch von einer Firma namens Geistvolle Infusionen, die aus Utah kommt und behauptet, das posttraumatische Stresssyndrom mit Ketamininjektionen zu behandeln. Und das ähnelt auf seltsame Weise einer Miniserie mit Julia Roberts, die Amazon Prime Video herausgegeben hat. In diesem Video gaben sie Soldaten Drogen und versprachen ihnen, ihren Gesundheitszustand zu verbessern, sodass sie ihr Leben unbelastet weiterleben können, wenn ihre Dienstzeit beendet ist. Aber was sie wirklich machten, war, dass sie sie ins Kampfgebiet zurückschickten. Und diese Drogen verfolgen zwei Ziele, Löschung der schlechten Erinnerungen und die Soldaten davon zu überzeugen, dass es Spaß macht, in den Krieg zurückzukehren und dass sie das auch wollen.
Es ist wie eine Kombination aus Fantasie und Realität. Fantasy and reality. Und dasselbe ist es auch hier. Das ist eine Parallele zu dem Film Matrix. Sie hatte mit Leuten zu tun, die tatsächlich mit Mind Control befasst sind. Das erinnert mich an Laborratten. Sind wir vielleicht nur Laborratten? War sie vielleicht für etwas bestimmt? Ist das alles nur ein großes wissenschaftliches Experiment? And that brings us down to Jeff Flake. Und diese Frage bringt uns dann zu Jeff Flake und seine Verbindungen zur Kirche der Mormonen in Utah und ihre Verbindungen wiederum zur Einwanderung neu angesiedelter Migranten. Und zu Jeff Flakes Freundschaft oder Verbindung zu Paul Peterson, der wegen Handelns mit Menschen aufgeflogen ist. Paul Peterson und Jeff Flake haben rege Reisetätigkeit mit den Marshall-Inseln. In der Vergangenheit nahm er eine Gruppe von Technologiepionieren mit dorthin. Und was macht diese Technologiefirma? Sie vertuscht negative Beurteilungen von Firmen, Doktoren und wen auch immer im Internet. Wir haben also wirklich keine Chance, um uns gegenseitig vor den realen Gefahren zu warnen, die an einigen Orten, wie dieser Firma geistreiche oder geistvolle Infusionen oder Control Labs lauern. Sind wir Laborratten für Sie? Und versuchen Sie vielleicht zu verhindern, dass wir uns gegenseitig warnen? Ich kann dieses sehr verrückte Verhalten der Leute dort draußen, was wir in diesen Tagen sehen, nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I don't know. I don't know. But I hope you enjoyed the video because I'm going to stop talking now. Thank you very much for listening. Don't forget to leave a thumbs up, leave a comment, subscribe if you haven't. And if you want to contribute to my work through a donation or a contribution, please do so at my paypal.me address or go to my website, amazingpolly.net. On the contact page, I have my address for a P.O. box, so you can send me actual snail mail. Put a stamp on it. I love getting it. It's so cool. I thank you all. I thank you so much, everybody who donated. I've begun a practice of sending out sort of like randomly. I'm going to pick people and send out little thank yous, but I just can't do everybody. But I hope these thank yous here online will suffice. Please know that I read every note, and everything's very meaningful to me. Okay, everybody, I'll stop talking for real. Until next time, peace out.